Ja, die Idee ist nicht schlecht. Ja, so einen schönen Flug von der Niagarafälle nach New York oder so. Ich weiß nicht, hier nochmal als Tipp für Testnik, ob das vielleicht möglich ist, dass es daran erkannt werden kann, dass zum Beispiel bloß eine Runway gibt, wo man natürlich dann selber nochmal einen Blick drüber werfen müsste wahrscheinlich, aber dass vielleicht daran erkannt werden kann, wenn es zum Beispiel eine Runway bloß für eine Seite ILS hat. Dass man vielleicht dann solche, dass es vielleicht irgendwie so eine Funktion gibt, dass man das dann so irgendwie die Runways, die sowas haben, raussuchen kann und dann nochmal nachprüfen kann, ob es auch tatsächlich der Fall ist, dass die bloß von einer Seite anfliegbar sind. Na gut, das kann man ja ganz leicht wetterabhängig machen, ne? Windrichtung gleich Startbahn. Ja, bloß wenn jetzt hier beim Landen ist es ja bei manchen so, selbst wenn du Rückenwind hast, landest du auf der Runway, weil es bloß für die quasi einen wirklichen Anflug gibt. Okay, das stimmt. Also es sieht auf jeden Fall sehr schön aus auf der Map. Macht auch im Dunkeln nicht wirklich Sinn. Auch nicht schlecht. Ja, praktisch wie im Fernsehen, dass du umschaltest. Daneben die kleinen. Was mir gerade auch noch so nebenbei auffällt, bei manchen sehe ich zwar die Strobes und so, aber die werden mir, also mir wird der Name nicht angezeigt, obwohl ich Luftfahrzeugbeschriftung in F6 anhab. Ja, das geht nur bis zu 10 Meilen. Ach Die so. Strobe siehst du natürlich wesentlich weiter. Jetzt sehe ich ihn, ja genau, Deswegen jetzt ist mache er ich die uns 10 auch schon den Meilen ganzen rein. Tag. Oder dass man es selber einstellen könnte. Boah, das wäre aber schwierig. Bei IWAO, ich weiß nicht, weil die haben ja so ihr eigenes Netzwerk. Und Tobias spammt den Chat so in der Cloud. Ja, wir beiden lieben uns, dann machen wir immer mit viele Moins. Noch eine andere Sache, DSP, vielleicht
Habt ihr alle Interesse? Am 9. haben wir den Gruppenflug Inselhüpfen auf der FS Cloud. Vielleicht ist das noch interessant, wenn man das erwähnt. Ja klar, wir machen am 9.11., also sprich nächste Woche Sonntag, ab 13 Uhr UTC, sprich 14 Uhr deutscher Zeit, einen Gruppenflug und zwar Inselhüpfen. Dabei geht es darum, dass die Piloten zwischendurch Fotos machen können, einsenden können und die werden dann per öffentliche Abstimmung, die man dann anklicken kann, ausgewertet und das schönste Foto wird dann irgendwie prämiert, da lassen wir uns noch was Nettes einfallen. Genau, wir starten in LTBA in Antalya, fliegen rüber nach Altai. Dann geht es weiter nach Algier. Von Athen geht es dann nach Bari. Und von Bari aus machen wir dann noch ein längeres Stück nach Frankfurt, wo wir dann Kaffee und Kuchen am Airport nehmen, spaßhalber. Grillparty. Ja, es tut. Nein, wir haben den Rekord halten wir bis jetzt. Ich hoffe, dass wir Sonntag die 100 knacken können und Teste, die ein bisschen glücklich machen können. Und ich habe reichlich die Werbetrommel gerührt bei Facebook, bei dir. Dank deiner Hilfe haben wir einen wesentlich größeren Kreis mittlerweile erreicht. Und das nützt natürlich der Cloud, weil unser Motto ist einfach: Allein fliegen macht einsam. Und hier ist einfach die Community, wo man sagen kann: Kommt her, wir fliegen zusammen, wir haben Spaß, wir haben Teamspeak und dann läuft das einfach. Ach, natürlich, es geht ja im Vordergrund steht ja immer noch die Simulation, der Spaß. Ich glaube, da würde ich sogar ein kleines Best-of zusammenschneiden. Kann ich gern machen. Ja, würde ich auch machen. Ich kann es Ja, einfach mal mit DxStory aufnehmen und dann das Schönste so rausschneiden. ich glaube, da werden sich einige Leute finden, die da mitmachen. DSP, haben noch Frage an dich. Also, wie finden die alle Sachen oder die alle Videos, die du machst, deine Fans und so. Was hast du am meisten für die Rückmeldungen? Also allgemein ums FSX.
Okay. Mir ist gerade erst aufgefallen, dass mir die Cloud gerade abgeschmiert ist. Neu starten. Jo. Kannst du, wenn du keine VA hast, kannst du die auch jederzeit in der Luft neu starten. Darf ich mal fragen, wo ihr gerade seid? Ja. Wir sind jetzt über EDNC. Ich bin jetzt bei Wir Edi. wollen über Nürnberg. Nur die Nürnberg, die Ecke, genau. Ja, genau. Okay, weil ich bin gerade in München gestartet, weil mein FSX dreimal hintereinander abgespackt ist. Dann dürftest du uns eigentlich gut kriegen von da. Da werden wir nämlich bald sein. Genau, da ist der René aber dran am Arbeiten und vorläufige Datum zum absoluten Start der VA ist ungefähr Jahreswechsel. Das hat er vorgestern bekannt gegeben. Also Tesseli und René arbeiten hart dran, das Punktesystem unterzubringen und suchen auch noch nach Möglichkeiten, wie man Punkte wieder abbauen kann, damit es nicht ins Unermessliche wächst. Oh ja, wir auch. Ja, wir auch. Wir warten alle drauf. Buddy in your channel timed out. Wer ist weg? Du Justin. LX563. Schweizer.